Jane hieß der Charakter, glaube ich. Der Faragon, der ist leider heute nicht da. Der musste aus privaten Gründen weg. Der konnte bei diesem zweiten Abend nicht mehr mitmachen. Den Max haben wir dabei, der, glaube ich, gerade gemutet ist im Voice, der gerade kurz weg musste. Den kennt er noch aus der letzten Runde. Der hat den Daniel Meyer gespielt. Der wird heute wieder mit dabei sein. Und heute haben wir leider auch aus Krankheitsgründen haben wir jetzt gerade noch eine Vertretung für die Rolle der Christine Schmidt. Ja, hallo Flegi, willkommen in dieser Hallo. Runde. Ja, ich freue mich hier zu sein. Der Flegi vertritt Ich bin heute da. die der Flegi Ich vertritt heute musste die kurz aufs Klo. Wolfi in Sachen Pen and Paper, weil die hat sich die aus gesundheitlichen Gründen, dass die keine Leute hat. Die würde gerne, aber es geht halt wirklich, so viel kann ich sagen, geht halt schlecht. Da wird es nicht in der Lage, teilzunehmen. Insofern haben wir heute die Rolle der Christine besetzt durch eine andere Person, durch einen Ersatzspieler. Ich denke, ich hoffe, Fliegi ist außerordentlich eingeweiht. Weiß alles, was er zu wissen hat und kann diesen Charakter hoffentlich gut ausfüllen. Also weiß er Werden wir nicht. schon. Werden wir schon hinkriegen. Machen mal ein bisschen ruhigere Musik an. Aber das ist schon ein bisschen. Also Elektro passt schon gut, passt schon irgendwie mit dazu irgendwie, aber ich mach da noch ein bisschen entspanntere Musik rein. Wir sind stehen Sind gerade rein. geblieben. Wir sind gerade stehen geblieben. Am letzten Abend, das letzte, was ihr mitbekommen habt, war, dass ihr euch, das letzte, was wir gespielt haben, war, dass ihr den Informanten getroffen habt. Und der hat euch einen Plan vom Bundestag überreicht. Und ein Gesetzestext, wo nochmal drin steht, was genau das Gesetz enthält und worum es Gesetz gehen soll. Dieser Gesetzestext ist leider auf mysteriöse Art verbrannt. Durch jemandes Hand. Ja, und also ich habe jetzt einen. Ihr habt ganz einige Informationen bekommen von dem Informanten und ja, dazu habt ihr jetzt noch eine Karte vom Bundestag, die jetzt, glaube ich, im Besitz von. Müsst ihr mir gerade mal helfen, wer von euch hatte die in seinem Besitz? Ich nicht. Ich glaube, es war Wolfi gewesen. Nee, Wolfi wurde sie weggenommen, das weiß ich noch, dass Christine den Charakter, die das nicht in ihrem Inventar hatte. Hattest du das, Daniel? Nee, ich Ich hatte es spreche auch dich nicht. schon, Dann hattest du. Max, spreche schon meinen Charakteren an. Dann muss das wohl der Jane Swanson in die Hände gefallen sein. Soweit, so gut. Okay. Jane spielt, die werden wir noch ein bisschen rechtlich erklären, was mit der passiert ist, mit der Jane. Ansonsten noch Fragen irgendwie von euch aus? Oder wollen wir Ja, ins Abenteuer eigentlich starten? nicht. Gerade Meine hast du auch Seite nicht aus kann gehört. man starten. Max war, glaube ich, gerade bei mir noch ein bisschen leise. Ja, ich habe gerade nicht laut geredet. Okay, stehe ich gerade noch ein bisschen ein, aber wird schon gehen. Wenn nicht, kann man später noch anpassen. Okay, dann wollen wir mal losgehen. Legen ist schon 19:20 Uhr. Dann brechen wir mal auf ins Abenteuer. Ja, passt die Musik? Eigentlich nicht, aber was passt schon in diesem Universum, in dieser Welt? Okay, dann legen wir los. Ihr habt gerade mit dem Informanten geredet. Ich spiele euch nochmal den, weil es ist schon eine Woche, wird dazwischen passiert, zwischen den zwei Abenden, spiele ich nochmal ein, was ihr gerade von dem Informanten gehört habt. Nochmal sorgfältig zuhören. Das sind wichtige Informationen, die ihr vom Informanten bekommen habt. Und dann, ja, dann geht's weiter.
Ich hoffe, man hört das jetzt. Ja, euch meine ich. Tag, Jungs. Professor Dr. Pepin von Monroyeux, der Name. Ihr könnt mich auch einfach Prof nennen. Ich kann euch doch vertrauen, was die Sache angeht. Ihr wisst, worum es hier geht. Erich hat euch schon von der Sache erzählt. Wir brauchen euch. Dieses Gesetz muss verhindert werden. Zu viel steht auf dem Spiel. Ich habe nicht allzu viel Zeit, also schnell, Jungs. Hier, das werdet ihr brauchen. Ihr wisst Bescheid. Um reinzukommen, müsst ihr äußerst vorsichtig und unauffällig bleiben. Der Wachdienst ist scharfsinnig wie ein Luchs und stets auf der Lauer. Lasst euch bloß nicht schnappen. Und wenn doch, habt ihr nie von mir und auch von Erich gehört. Verstanden? Okay. Hier habe ich noch ein paar Namen für euch. Ihr werdet dort drin wahrscheinlich Hilfe brauchen. Der Moritz Lehmann, der ist kein schlechter Typ. Von den Linken. Wenn ihr den für euch gewinnen könnt, habt ihr schon einen Hauptgewinn gezogen. Seine Reden sind auch nicht übel. Mit Paige Campbell seid ihr auch nicht schlecht dran. Thorsten Mayer und Caroline Wolf von den Grünen hätte ich noch für euch. Und natürlich Siegfried Nacht, ganz großartiger Mann. Warte, da war noch einer von unseren Leuten, aber sorry, muss jetzt wirklich los. Sucht nach ihm, er kann euch helfen. Sagt ihm, dass ich euch schicke. Hinfort! So schaut's aus. Das sind die Informationen, Nachricht, die ihr von Informanten erhalten habt. Ist der Informant verschwunden und ihr findet euch gerade an der Seite des Bundestags, also jenseits der Demo wieder, also vor dem Bundestag, auf der grünen Fläche vom Bundestag, findet eine große Demo statt, wo es gerade ist so ein bisschen Pause gewesen, gerade unterhalten sich alle fleißig miteinander. Also es ist jetzt, werden keine Demo-Rufe mehr gerufen, also es bilden sich Grüppchen, da unterhalten sich Leute miteinander und ja, ihr befindet euch so ein bisschen abseits auf der rechten Seite des Bundestags von, also dort im Bild, dort wo der Flaggenmast ist, noch rechts weiter in die Richtung dort. Ihr seid auf der nächsten Straße so ein bisschen, dort habt ihr einen Informanten getroffen, der sich euch so ein bisschen abseits von der Demo angesprochen habt. Und ihr habt von Dalia, der Anführerin der Demo, gesagt bekommen, dass ihr, nachdem ihr mit dem Informant, nachdem ihr den Informanten gefunden habt, mit dem geredet habt, dass ihr nochmal zu ihr zurückkommen sollt. Der hat euch noch was zu bereden. Ansonsten könnt ihr jetzt mit den Informationen, mit den Sachen, die ihr habt oder nicht habt, in Richtung Bundestag aufbrechen und es da mal versuchen hineinzukommen. Ja, was tut ihr, Spieler? Wir können ja einfach durch den Haupteingang rein, oder? Es gibt einen Besuchereingang, also durch den Haupteingang direkt nicht, könnt ihr nicht rein, aber ihr könnt euch am Besuchereingang, das ist so ein kleines, wie nennt man das, so ein Blechhaus, wo halt so provisorisch errichtet, ja, mehr oder weniger provisorisch, was halt, wo ihr erstmal durch müsst, müsst ihr erstmal kontrolliert werden, dann könnt ihr dort durch den Besuchereingang auf die Treppen kommen. Jo, dann würde ich doch dahin gehen und erstmal schauen, ob wir da reingelassen werden. Okay. Ich würde ihm folgen. Gut, also ihr geht's zum Besuchereingang hin. Ihr kommt so in diesen kleinen, ich weiß nicht mal, das nennt sich ein Container, der dort steht, wo dann, da stehen Polizisten, also Sicherheitsleute des Bundestags, und da stehen auch Tourismusbegleitungen, die so hübsche, ich glaube das letzte Mal, als ich da war, waren das so cyanfarbene Klamotten, wo Bundestagslogo drauf abgedruckt ist, wo so ein bisschen die Informationen haben, falls jemand fragen will, was ist denn das für ein Gebäude hier oder so, keine Ahnung. Da kommt er relativ rein und ihr seht schon am Eingang relativ groß, dort sind
Sachen, die man vom Flughafen normalerweise kennt, oder die Gepäcksachen, Röntgen-Dinger, da müsst ihr euer Gepäck auftun und solche typischen Tore, durch die man durchgehen kann, wo Metalldetektoren drin sind, wo ihr durchgeröntgt werdet. Und ja, ihr kommt dort rein und werdet auch schon vom ersten Security-Mann dort aufgefordert, eure Taschen dort abzugeben und euch dort durch den Detektor zu begeben. Was tut ihr? Einen Moment. Ansonsten würde ich euch mal gerade mal würfeln lassen, wenn ihr durch die Maschinerie dort durchgeht. Dass ihr mal gerade drauf würfelt, ob ihr irgendwas habt, wie irgendwas mit Verstecken, Geschicklichkeit oder irgendwas, ob ihr irgendwas habt, worauf er dass er mal, dass er vielleicht das ein oder andere verstecken könnt, dass er noch, falls ihr noch irgendwas mit reinnehmen wollt, was da irgendwie. Vielleicht habt ihr irgendwelche verbotenen Gegenstände dabei, die ihr vielleicht mit reinschmuggeln wollt. Nee, ich glaube, ich habe alles verloren an verbotenen Gegenständen. Okay, also wenn noch einer von euch würfeln will, dann... Also ja, ich würde meine verbotenen Gegenstände, die ich habe, ja bei mir lassen. Und daher würde ich drauf würfeln, auf Geschick. Was hast du denn? Ja, Geschick hast du. Geschick. Darauf würde ich würfeln lassen. Würfel mal einen D100 Würfel. Hast du das geschafft? Knapp geschafft. Dann würfel aber nochmal, weil du wirst ziemlich gut untersucht hier. Du bist da schon für noch ein zweites Mal in die 100 drauf. Das schaffst du auch. Okay. Ziemlich knapp. Also die Kontrollen, die gucken dich schon. Scheinbar scheinst du denen zu durchgehen. Also die gucken nicht zu sorgfältig auf die. Also die haben am Tag so viel, so und so viele 100.000 Besucher dort. Die gucken da nicht so besonders drauf. Also scheinbar schaffst du es da durchzukommen und dass deine verbotenen, versteckten Waffen oder verbotenen Gegenstände auffallen. Und dein Inventar wird untersucht und den fällt auch nichts weiter auf. So, Max bzw. Daniel wollte nicht würfeln. Ich habe das in meinem Charakterbogen jetzt nicht drin stehen, dein Inventar, aber. Ich hatte ja den Schlagring, aber den habe ich ja nicht. Musst du mal vertrauen. Musst dir gerade mal vertrauen. Ist jetzt ein bisschen grobig zu sagen, sag mir mal, was alles in deinem Inventar drin ist, aber es ist da. Nochmal. Ich habe noch. Deine Tasche wird gerade durchwühlt, sag mal, was die Leute darin, was die Sicherheitsbeamten darin finden. Also deine Tasche wird besonders gut unter die Lupe genommen. Ich habe noch 87 Euro, ich habe meinen Schlagring nicht mehr, ich habe ein Handy, eine Isomatte, Thermoskanne, Block, okay. Stift, Radio, Sonnenbrille, Schlauchschal und die Taschen. Okay, deine Thermoskanne, die darfst du leider nicht mit in den Bundestag reinnehmen, es sei denn, die Flüssigkeit, die da drin ist, wird dir, also du hast da noch ein Getränk drin, die sollst du entweder ausleeren oder austrinken oder musst du irgendwie sorgen, dass du eine leere Thermoskanne mit hast. Das Getränk, ich das kann du dir damit hast, stehen lassen unterwegs. Eigentlich. Was auch immer da für ein Getränk drin ist, das musst du entweder. Also du kriegst ein Gefäß bereitgestellt, wo du das entleeren kannst, wo du dann was reinschütten kannst, das darfst du nicht mit reinnehmen. Jo, ich könnte die auch einfach theoretisch einfach da stehen lassen, weil, ja, ich brauche die. Kannst die Thermos kann auch da stehen lassen, kannst du entweder abgeben oder die Flüssigkeit ablernen. Das wird nicht. Ich gebe sie lieber ab, weil ich. Hier wird es begründet mit Verdacht auf Sprengflüssigkeit, dann kann er nicht ahnen, was da drin ist. Auch wenn es bei dir vielleicht nur Wasser ist, aber der Bundestagssicherheitsdienst ist vorsichtig. Ich weiß. Ich kann mich daran erinnern, dass du Mehl dabei hattest. Also bei Christine weiß jetzt nicht, was du von den Notlisten noch irgendwie zu bekommen hast, was da noch irgendwie war. Mehl? Also eine Tüte Mehl hattest du doch mit drauf und noch irgendwas anderes hattest du irgendwie von mir bekommen. Oh, stimmt, ich hatte Mehl bekommen. Das ist eine Tüte.
Das wird Lebensmittel, also das sind schon Lebensmittel, das wird ja auf jeden Fall auch abgenommen, das kannst du dir auch rausstreichen. Ansonsten. Ja, was hast du noch so bekommen? Von Loot, das hatten wir noch einiges. Aber du hattest. Ich glaube, ich habe gar nicht viel aufgehoben. Du hattest auf jeden Fall. Ich habe meinen Golfschläger gekauft. Das ist ein Golfschläger, der wird dir auf jeden Fall auch abgenommen am Eingang. Ja. Den kannst du auch rausstechen, damit kommst du nirgendwo rein. Ich glaube, das war Jane, die eine angespitzte Zahnbürste mit dabei hatte. Die kommt übrigens gerade mit euch rein, die kommt übrigens mit rein und wird am Eingang sofort, also die wird am Eingang sofort festgenommen, weil die Polizei hat inzwischen, also der Polizist, den man am Anfang in der Kneipe getroffen hat, hat auch langsam Alarm geschlagen, dem sich am Anfang gestanden hat, dass sie ein Messer verloren hat. Es kommen mehrere Meldungen, also in dem Moment, wo sie sich in dem Eingangsbereich zeigt, kriegen mehrere Polizisten, die dort stehen, von ihr mit und ihr Gesicht wurde auch schon durchgegeben und ihr Name wurde durchgegeben und es dauert nicht lange, bis man sie in Handschellen abführt und sie, es wäre auch, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre das schwierig geworden. In dem Moment, wo sie hat mehrfach einen Mord begangen und wird da und Aufwiegelung zu uns und das auf der Demo vorhin hat man dann auch mitbekommen, als mehrfach versucht hat, die friedlichen Demonstranten aufzuwiegeln, den Bundestag zu stürmen. Das wird ja auch. Sie wird erstmal zum Verhör gebracht, wird das mal abgeführt und in dem Moment, wo sie versucht, da in den Container reinzugehen, ist sie leider weg. Ja, es war auch nicht die Zeit, also wenn sie jetzt da gewesen wäre, hätte ich jetzt sagen können, könnt ihr euch noch drauf würfeln, ob ihr euch was zuschieben könnt, aber sie wurde auch relativ schnell weggeschoben, wurde relativ schnell weggebracht. Ihr kommt soweit durch, die werden ein paar Sachen abgenommen, die hast du dir jetzt hoffentlich rausgestrichen aus dem Inventar. Ja, ich hab die rausgemacht. Hoffe ich mal auf Fairplay. Und Christine wird durchgelassen. Das ist ohne weitere Kontrollen. Ihr befindet jetzt euch im hinteren Teil des Containers. Dort stehen auch noch ein paar Sicherheitsleute und eine Dame mit einer Liste. Die schaut auf die Liste. Die Dame, die ist dafür da zu organisieren, welche Besuchergruppen reinkommen. Und mustert euch. Also sieht euch zwei dort stehen und sagt euch. Ihr wart mit einer Gruppe von drei Leuten angemeldet. Ich kann euch leider hier nicht reinlassen. Ihr seid hier bei mir mit drei Leuten angemeldet. Ihr seid hier gerade. Ich sehe hier gerade nur zwei von euch. Ja, der andere wurde gerade nicht reingelassen, weil er anscheinend irgendwas gemacht hatte, von dem wir nichts wussten. Willst du das ihr wirklich sagen? Hä? Wenn wir nichts davon wussten? Keine Ahnung. Ihr wusstet davon, aber gut. Ihr seid so gut mit Mitwisser. Aber gut. Ich kann ja auch Ding würfeln. Ihr werdet auf jeden Fall nicht reingelassen. Auch die Security lässt euch nicht rein. Ihr seid zu dritt angemeldet. Dann nimmt das der Bundestag ziemlich genau, dass ihr da nicht rein dürft. Ihr werdet zurückgeschickt, dürft gleich durch die Kontrollen wieder zurück vor den Bundestag gehen, vielleicht schaut ihr mal auf der Demo, ob ihr da jemanden findet, der euch da helfen kann. Ihr habt von Dalia auch. Der mit reinkommt, oder was? Ihr habt von Dalia auch gesagt bekommen, dass ihr, nachdem ihr die Informationen vom Informanten bekommen habt, zu ihr zurückgekommen seid nochmal, bevor ihr reingeht. Ah ja, stimmt. Wäre vielleicht eine Idee, da wo ihr gerade nicht weiterkommt. Gehen wir zu Dalia. Ja, wahrscheinlich ist sie bei der Bühne. Ja, sie ist bei der Bühne, das seht ihr auch relativ, sie steht auf der Bühne.
Da redet sie gerade mit einem Abgeordneten, der aus dem Bundestag rauskam. Ja, da steht sie, mir geht's zu ihr hin, denke ich mal. Ja. Sekunde. Da kommt er bei euch an, ihr kommt bei ihr an und sie begrüßt euch. Der Abgeordnete geht weg und sie fragt euch, was er denn erfahren habt, was er denn von was der Informant euch, ob ihr ihn gefunden habt erstmal und ob das hilfreich war und was ihr mitbekommen habt. Wollt ihr es ihr sagen oder wollt ihr was macht ihr? Ja, ich würde ihr das Wichtigste mal erzählen. Sorry, ich bin heute auch irgendwie ein bisschen krank. Ich huste hier ein bisschen rum. Hoffentlich ist nichts Schlimmes. Sekunde, erzählt mal kurz ein bisschen, was ihr erzählt. Ich hole mir mal kurz einen Lutschmannmann. Ja. Ich hier nicht zu rum. Weißt du noch die Namen? Das ist ein Paar. Ich weiß die ersten beiden, danach habe ich die restlichen habe ich vergessen. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ah, okay, ja, ich war nicht schnell genug, was zu öffnen. Also Herr Prof, wie er sich genannt hat, der Informant, der hat gesagt, im Bundestag sollen wir die Personen Moritz Lehmann, Pegger Kampf, der Wolf von den Grünen und Siegfried und noch einen, den er leider nicht mehr nennen konnte, auf unsere Seite ziehen. Wir haben bloß ein klitzekleines Problem. Wir kommen im Moment nicht rein. Eine Person ist bei uns abhandengekommen und jetzt wollen die Sicherheitsleute uns nicht reinlassen und sie könnten wahrscheinlich nicht mit rein. Ich meine, sie haben so eine wichtige Position hier, da wäre es wahrscheinlich schwierig, aber okay. Wäre sicherlich eine gute Hilfe. Sie sagt, als ihr erzählst davon von der Person, die er noch nicht sagen konnte, fragt sie euch, vielleicht meinte er den Mario. Der ist ein guter Freund von uns und unserem Trupp, von dem Erich und von mir und vom Informanten, von, wie hieß denn der nochmal, Philippe hieß der, glaube ich, vom Franzosen. Aber ich kann gerne mit euch reinkommen, dass die Demos eher in einer Stunde vorbei und sie klopft dem Typen, den ihr kennt, euch nochmal einblenden, den ihr im Zug gesehen haben und vom Bahnhof auch nochmal gesehen habt. Dem Stellvertreter klopft es auf die Schulter und sagt, ja, hier kann das bestimmt hier noch die letzte Stunde übernehmen, das ist, ich hab kein Problem, ich komme mit euch gerne rein. Ist er hier. Und er stimmt auch zu und übernimmt gerne die Demonstration und Demonstrationsleitung. Dazu sind sie ja zu zweit, dass das dann einer mal auch ein bisschen sich normalerweise so hinter die Bühne begeben kann und mal ein bisschen Auszeit haben kann. Und da kann das ist da auch, der ist ja genauso, weiß genauso Bescheid über die Sachen. Okay, dann wäre es nett, wenn sie mitkommen würde. Ja, sie schließt sich eurem Team an, die stimmt zu und sie schließt sich eurem Team an. Sie ist Teil eures Teams. Daria Wilder, ihr Name, 24 Jahre alt, stellt sich nochmal vor. Ja. Dann gehen wir zurück zur Kontrolle. Oh, und noch eine gute Idee. Während ihr auf dem Weg zu dem, wie habe ich es genannt, dem Teil dort, dem Besuchereingang seid,
sagt sie euch, aber das, wir können es gerne versuchen, aber ich bezweifle stark, dass die mich dort reinlassen werden, weil ich war schon öfters auf ein paar Demos und die Polizei kennt mich auch schon öfters. Ich bin da durchaus bekannt und wir können es gerne versuchen, aber ich glaube, da die Bullen da werden nicht so gut auf mich zu sprechen sein, weiß nicht, ob man mich da reinlässt. Machen Sie sich doch keine Sorgen. Ich meine, warum sollten Sie nicht mit rein? Der Bundestag ist ja für jeden offen, für jeden Besucher. Ich mach's mal kurz. Tatsächlich bewahrheitet sich das, was sie sagt. Ihr werdet durchgelassen durch die Scheiße, ihr werdet nicht nochmal durchsucht, weil Gesichter kennt man noch von eben. Es dauert eine schlagende Viertelstunde, während sie durchsucht wird. Also es wird halt wirklich, sie wird wirklich auf jeden einzelnen, jeden Millimeter durchkämmt. Böse Zungen würden behaupten, das ist Polizeiwillkür. Sie wird da wirklich. Es dauert wirklich lange, dass sie durchsucht wird. Es wird wirklich jede Socke, jede Hemdfalte durchsucht, ob da noch irgendwas drin ist. Sie wird durch die Kontrollen durchgelassen, aber die Security. Die Security und die Polizei sind sich relativ einig, diese Person im Bundestag. Ja, dass diese Person im Bundestag nicht willkommen ist. Also Hausverbot vielleicht nicht unbedingt, aber dass diese Person da. Dass sie da ja nicht mit reinlassen wollen. Dass sie da. Es gibt Befürchtungen, dass da drin zu Ausschreitungen kommen könnte. Und zu Störungen, wenn sie da drin ist. Da sagen sie euch nichts direkt, aber wenn ihr so ein bisschen mithört, das ist da. Ich kürze das gerade hier ein bisschen ab. Super. Aus mehreren Gründen will man sie mit euch da nicht reinlassen. Ja, dürften wir, und ich zeige halt auf uns beide, wir dann wenigstens rein? Auf Christine und Daniel so dazwischen. Ja, aber nicht zu zweit. Also ich kann hier nur Dreiergruppen reinlassen, sagt die selbe Frau wie vorhin zu euch. Und ihr werdet gleich wieder rausbegleitet. Daniel ist ziemlich wütend, weil sie nach einer Viertelstunde Durchsuchung wieder rausgehen muss. Mir war es relativ klar, weil sie da eh nicht dachte, dass reingelassen wird. Aber Daniel gibt euch direkt einen Tipp. Und sagt euch, ich brauche den Besuchereingang nicht. Komm mal mit. Ich kenne ein paar Abgeordnete hier. Vielleicht finden wir jemanden am der hier gerade draußen ist und vielleicht Mittagspause macht oder so, dass vielleicht finden wir jemanden, der uns mit reinnehmen kann. Ich will kommen auch so rein. Okay. Als wir rausgehen, sage ich noch so, Deutschland, das Land der Vorschriften. Die Zweiergruppen dürfen hier rein. Die Vorschriften verbieten, dass ihr reinkommt und doch, ihr dürftet als Zweiergruppe rein, aber da hättet ihr euch vorher anmelden müssen, hättet ihr. Was auf dem Papier steht, ist auf dem Papier. Das ist Bürokratie. Was Papier nicht festgehalten wurde, das ist so. Wollt ihr euch noch irgendwie. Wollt ihr noch irgendwas tun, während ihr aus dem Ding rausgeht? Eigentlich nicht. Oder kann ich meinen Golfschläger wieder mitnehmen? Nee, was abgegeben wurde, bleibt dort, was einkassiert wurde, okay. Und dann bleibt bei der Polizei. Die Dalia begleitet euch ziemlich. Also zum anderen Ende der Demo, ihr kommt an der Bühne vorbei, wo ihr übrigens mitbekommt, dass der, den ich gerade wieder ausgeblendet habe, der Stellvertretende,
Demo-Führer, dass der gerade verkündet, dass er gerade mitbekommen hat, dass die dass es schon Prognosen für die Abstimmung nachher um 16.30 Uhr im Bundestag gibt, dass tatsächlich es wird behauptet, die Prognosen sagen, die AfD und die CSU ist geschlossen dafür das Gesetz und wollen das durchdrücken. Die CDU ist mit 5 Personen dagegen und eine Enthaltung wird so die Prognosen. Und die anderen sind dafür das Gesetz, wollen das haben. Die FDP ist geschlossen dafür, die wollen das Gesetz haben. Die Grünen enthalten sich komplett gemündelt. Soll es sein, also die Abstimmung ist noch nicht passiert, aber Prognosen halt. Die SPD ist 50-50, also 50% dafür, 50% dagegen. Und die Linke ist geschlossen dagegen. Und dann gibt es noch ein paar Parteilose, die noch so Übergangsmandate im Parlament sitzen, die dagegen sind. So sieht's aus. Also sieht momentan nach diesem, wenn man das alles zusammenzählt, sieht es ziemlich danach aus, als ob das Gesetz durchgewunken wird, als ob das dafür gestimmt wird, als ob das Parlament dafür stimmen wird heute, wenn da nichts noch passieren wird. So, ihr werdet an der Bühne vorbei, falls ihr noch nichts mehr tun wollt, weil es an der Bühne vorbeigeführt und auf der linken Seite des, also so ziemlich parallel zu dem, wo er vorhin beim mit dem Informanten standet, sieht ihr jetzt tatsächlich eine Person, die ich gerade mal einblenden kann. Dann ein paar Charakterbilder. Am besten nicht mitten im Stream. Wo ist er denn? Müssen gerade selbst mal suchen. Das hübsche Gesicht. Das ist diese Person hier. Die ihr da seht. Ja, was tut ihr? Dass diese Person lehnt so ziemlich an einer Säule des Bundestags lehnt die und ja, die guckt ein bisschen aufs Handy und isst tatsächlich gerade eine belegte Schnitte. Wahrscheinlich mit Salami. Erkennt man, was ist, ob er zu einer Partei gehört oder so? Ja, würfel mal auf. Hast du irgendwas in dem? Ich habe. Und dass du erkennen kannst, ob das irgendwie auf den ersten Blick, ob das. Ich kann auch noch, ich kann auf Politik wissen dürfen. Werfen. Welche Charakter warst du gerade nochmal? Soll ich ihn dir nochmal schicken oder hast du ihn? Ich hab den Charakterbogen, aber können die Stimmen nicht auseinanderhalten. Achso, ja, Daniel. Den Charakterbogen mal gut. Ja, dann würfel mal auf Politik wissen, ob du das erkennst, ob du dann vielleicht schon. Ob du weißt, wer das ist. Also ist wenn du irgendwas auf Beobachten hast. Hat geklappt. Hat geklappt. Okay, du weißt. Wie gut hat das geklappt? Knapp, glaube ich. Ich habe 40. Okay, dann weißt du, dass das ein Linker ist. Das ist von der linken Partei und. Sekunde. Das ist der Linke und ist einer von den Linken und der ist Bundestagsabgeordneter. Und ja, du würdest, was nicht wichtig ist, aber du würdest ihn auf ein, also wie im Bild zu wissen, auf ein Alter zwischen so Mitte 30 einschätzen. Das jo. Dann würde ich zu denen hingehen. Und die mal fragen, was er jetzt so von der kommenden Abstimmung hält.
was du von der Abstimmung hältst. Das sagte dir, wie du gerade gehört hast, der Typ auf der Bühne hat es gerade durchs Mikrofon verkündet, die Linke ist, wir von der Linke wir sind komplett dagegen, gegen dieses Gesetz. Wir sind auch schon seit, wir diskutieren und kämpfen im Bundestag seit Wochen gegen dieses Gesetz. Das ist eine Frechheit, dieses Gesetz, dass man Arbeitslosen einfach das Reiserecht verwehren will. Wo sind wir hier? Sind wir hier in der DDR oder was? Das erinnert mich doch sehr an alte Zeiten. Dass so ein Vorschlaggesetz von der CDU-CSU-Fraktion kommt, das lässt mich doch stark wundern, und da sind wir natürlich gegen so einen Vorschlag von der CDU-Fraktion sind wir komplett dagegen. Und da ist unser gesamter Kampf seit Wochen, seit, das ist jetzt schon fast ein Monat, gegen dieses Gesetz. Die Linke wird auch, da verlasst euch mal drauf, da wird komplett. Ich bin jetzt hier nicht der, bin jetzt nicht der Oppositionsführer, bin jetzt nicht der Parteichef, aber da kann ich euch mein Wort geben, dass die Linke da geschlossen gegen dieses Gesetz stimmen wird. Etwas anderes wäre seltsam. Ich nicke und frage, ob man noch etwas dagegen tun könnte, gegen das Gesetz. Er sagt euch dasselbe, was gerade die Einstimmung und die Einschätzung von dem stellvertretenden Demonstrationsführer war, dass das jetzt hoffnungslos ist. Auch wenn die Linke hat jetzt nicht ausreichend Stimmen, um das alleine zu entscheiden. Die anderen Stimmen, die Stimmen, die da gegen dieses Gesetz sprechen, sind nicht ausreichend, um das. Es wird mit der, so wie es die CDU-CSU immer macht, hat dann noch die FDP auf die Seite gekriegt und die AfD ist auch noch auf deren Seite damit. Sieht es ziemlich hoffnungslos aus. Da die Grünen sich enthalten, die Grünen wären noch eine Chance gewesen, die hätte man noch überzeugen können. Man die noch, das wäre noch eine Idee gewesen, man die noch. Und Teile der SPD sind ja auch, sehr große Teile der SPD sind auch noch für das Gesetz. Es sieht halt wirklich schlimm aus. Seine Abschätzung, das wird wirklich ein hartes Spiel. Also man könnte noch irgendwie, wenn man jetzt noch Leute überzeugt kriegen würde, da jetzt dann auch von, aber versuch mal als linker Politiker da andere Fraktionen zu überzeugen. Das ist für ihn ziemlich hoffnungslos. Da er widerspricht den Gassen und sagt, dass wenn euch nur mal trauen würdet, da mal ein bisschen was zu sagen, dass man würde das schon schaffen. Wollt ihr noch irgendwas tun? Ich würde fragen, könnte man irgendwie helfen, mal antworten euch noch zurück oder so? Jetzt habe ich gerade nicht akustisch nicht das über Discord nicht angekommen. Ich würde fragen, ob man irgendwie helfen könnte, Leute zu überzeugen. Er wüsste nicht wie, aber es ist, Dalia fragt auch gerade direkt an der Stelle danach, und bietet euch an, wenn ihr ihn noch sein Sandwich zu Ende essen lasst, aber das soll ich dann gerne mal durch einen Seiteneingang mit reinnimmt. Also als ihm Dalia erzählt, dass sie durch den Besuchereingang nicht reingekommen sind, erklärt er sich bereit, sagt er, das ist noch ein Skandal, dass man euch hier nicht reinlässt. Und ja, bietet euch an, euch als Abgeordneter als seine Gäste mit reinzunehmen. Das ist auch, der wird, das hat, da sagt euch, da wird auch das, wird auch das, wenn er dabei ist, wird die Security da nichts dagegen haben, wird da nichts mitmachen. Wenn ihr meine Gäste seid, da
Ich kann euch zumindest auf die Besucherebene bringen. Das ist, wenn ich euch da begleite, da wird das, wenn die da auch wenig gegen machen können. Ich nicke und sage, das wäre nett. Wir suchen auch noch ein paar Politiker, mit denen wir nochmal was bereden wollten. Das können wir, die können wir dann suchen, wer drin sind. Okay. Wollt ihr noch irgendwas machen, bevor ihr aufbrecht, oder? Ich umgucken noch mit irgendjemandem sprechen, der da draußen ist irgendwie, oder nach jemandem suchen, der da ist, oder irgendwas tun, bevor ihr aufbrecht. Ansonsten ist er gerade sein Sandwich zu Ende und wäre dann bereit, falls ihr nicht noch irgendwas zu tun habt. Jo, ich glaube nicht mehr. Ne, ich werde nichts machen. Okay, dann blende ich euch mal den Plan ein. Weil da wird die nächste Zeit viel passieren. Müsstet ihn jetzt sehen. Ihr werdet reingelassen und das ist die falsche Map. Einmal muss ich mal gucken. Unterschied. Ihr seid so ziemlich auf dem. Ich kann die Karte reicht eigentlich. Für das, was wir vorhaben. Ihr seid eine Etage höher noch, also ihr seid sozusagen. Ihr seid auf der Besucherebene, die findet sich. Ich kann es gerade nicht markieren, ich mache mal einen Pinsel. Pinsel mit Rot. Ihr befindet euch ungefähr so auf dem, das ist jetzt so die, da kommt er rein, so in dem Gebiet dort. Das ist halt so ein bisschen, hier geht es so zu Besuchertribünen, das ist, die Besuchertribünen sind relativ nah dran, ihr könnt da dann dort rein, genau genommen seid. Ja, hier so in dem Gebiet müsste da sein, da müssten die Besuchertribünen sein, also auf dem Plan, soweit ich weiß, glaube ich, eine Etage noch weiter oben. Jo. Ihr kommt dort rein, ihr seht natürlich Sicherheitspersonal nicht viel, aber ein, zwei, ja, könnte man sagen, dass ein, zwei, vielleicht drei Sicherheitsleute stehen an den Eingängen und gucken, dass die mit euch kommen, noch ein paar andere, der gewöhnliche Besucherstrom kommt da mit rein und Ihr seht ein paar paar Touristen, ein paar Leute, also viele Touristen, viele Leute, die dort reinkommen, um sich die Sitzung im Bundestag anzugucken. Und ja, die werden gerade durch den Besuchereingang, wurden gerade durch den Besuchereingang reingeleitet. Und als ihr in den Besucher, als an den Besuchereingang reinkommt, verabschiedet sich auch der Abgeordneten von der Linken und geht in Richtung Abgeordnetenbereich, der geht so da wo die 3 ist, geht er so lang in Richtung 7, wenn jetzt, um das mal zu beschreiben, dort auf dem Bahnhof, da geht er so, macht sich auf den Weg in den Bereich des Bundestags, der den Abgeordneten jo. Zufällt. Ja. Was tut ihr? Seid jetzt dort, falls ihr schon mal im Besuchereingang des Bundestags wart, es gibt rechts eine Garderobe, wo man seine Taschen abgeben soll, muss, kann, und frontal vorne sind so Glasscheiben, durch die man schon sehen kann, da geht es in den Plenarsaal, dort geht es auf die Tribünen, dass man da kann man sich hinsetzen und den Gesprächen im Bundestag lauschen. Vor den Glastüren ist so ein Pult, an dem zwei, drei Saaldiener sitzen, die so ein bisschen an ihren Monitoren, an ihrem Bildschirm arbeiten und so ein bisschen das
drauf achten, auf die, ab und zu steht mal einer auf und begleitet eine Gruppe von Besuchern rein, die sich hinsetzen und der Sitzung lauschen, wird da das einiges treiben dort auf dem Bereich, wo ihr seid. Rechts sind Toiletten, da ungefähr, wo die 7 ist, jetzt, wo die rechte 7 ist, auf dem, wo er nicht hingegangen ist, der ist nach links gegangen, der linke ist nach links gegangen, rechts auf der 7, da sind Toiletten, Besuchertoiletten. Ja, was tut ihr? Kann ich noch kurz was fragen? Oder wen willst du fragen? Egal. Nee, wir wissen ja, von welchen Parteien die Leute sind, die wir suchen. Zumindest so im Großen und Ganzen. Ja, ihr wisst zumindest, dass das Grüne, also das, was euch der Prof gesagt hat. Und das, und ihr wisst natürlich, nachdem ihr gehört habt, wie die Prognosen für die Abstimmung sind, wisst ihr, dass er zumindest mal, dass er vielleicht bei der Linken braucht, auch nichts zu suchen. Also es sei denn, ihr wollt jemanden finden, der für euch eine Rede hält, dann könnt ihr vielleicht mal einen Linken suchen. Irgendwie einen anderen. Ja. Oder einer von den nicht, von den Parteilosen, die auch dafür sind. Ansonsten braucht er bei der AfD, glaube ich, nicht viel versuchen oder bei der CDU, dass es da die zu überzeugen dürfte. Ja. Ich dürfte dementsprechend schwierig werden. Einfach. Aber wir können es ja versuchen. Vielleicht wenn es wollt, könnt ihr auch versuchen, CDU dazu zu überzeugen. möglich ist es. Und wenn eine 1 wird, ist alles möglich. Ja, was tut ihr? Ihr seid im Besucherbereich, also ihr seht auch hier nicht wirklich Abgeordnete rumlaufen. Das ist, ihr seht dann ein paar Saaldiener, ihr seid jetzt noch nicht so in einem Bereich, wo sich die Abgeordnete aufhalten. Das ist da. So grob wie die, also wo die gewissen Parteien sitzen? Es gibt ein paar, also auf dem Plan seht ihr, es gibt ein paar, also gerade hier, wo, also die, auf dem Plan, wie ihr seht, dort oben die 14, 15, 17, 18, das sind so auch die 11 und die 10 dort oben und 22, die im Turm so vielleicht auch so ein bisschen noch so auf dem Gebiet so dort auf der unteren Ebene, eine Ebene unten, also dort, wo wir wirklich auf dem Plan dort. Dort sind ein paar Büros von, auch in der Hofseite gibt es ein paar Büros von Abgeordneten, aber die meisten Abgeordneten sind meistens im Paul-Löbe-Haus, wisst ihr, das ist verbunden über, also man kann unterirdisch rein, man kann, das sagt euch den Plan, ist jetzt hier nicht zu sehen, aber das sagt euch einen Plan, den ihr auch habt, man kann unterirdisch rein ins Paul-Löbe-Haus und da gibt es auch noch einen Weg, der, ich glaube, nach oben über eine Gasfront irgendwie läuft. Man kann irgendwie. Die Häuser sind relativ verbunden miteinander. Jo. Und da kann man schon hin. Also im Paul-Löbe-Haus werdet ihr die meisten Abgeordneten finden. Aber hier gibt es auch ein paar Abgeordnetenbüros. Okay. Das sagt euch der Plan. Ja. Ich kann vielleicht mal ein paar Icons hier draufsetzen, dann könnt ihr euch bewegen. Das wäre gar nicht schlecht. Ihr müsst nicht immer markieren, wo ihr seid. Da habe ich doch extra hier ein paar Tokens. Wir können mal dann die also hier haben wir einen. Klappern, die uns genannt wurden. Hier habt ihr einen und die. Das seid ihr drei. Dalia ist mit euch noch dabei. So, ihr seid jetzt so ziemlich hier. In dem Bereich. Ja, was wollt ihr nun tun? Ihr habt dort, ihr könnt auf die Toiletten, ihr könnt dort eure Rucksäcke abgeben, falls euch zu schwer sind. Ihr werdet auch von dem Saaldiener angesprochen, der euch bittet, dass ihr eure Rucksäcke abgebt, weil ihr hier im Bundestag nicht mit Rucksäcken rumlaufen sollt. Könnt ihr dort an der Rezeption abgeben oder? Geben sie ab. Ja.
Dann würfelt mal am dort nochmal, ob ihr was mitnehmen könnt, wollt, ob ihr noch irgendwas schafft, in die Hosentasche zu stecken, irgendwie, dass dann eine Rucksack nicht dabei habt. Was haben wir denn? Lass euch werfen. Hast du Geschicklichkeit oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich will nicht. Ich hab nichts, was wirklich passen würde. Ich kann mal auf Handeln werfen. Dann mach Standard Handeln wert, wenn du nichts hast. Und Christine kann einfach mal auf Geschick werfen. Ja, okay. Wer das gedacht hat, nicht glatt. Hast du geschafft? Habt ihr beide geschafft? Oder? Nee. Bei mir hat es nicht geschafft. Ich habe nur 19. Du hast jetzt nichts an Waffen mit oder so. Das ist doch der Schläger wurde dir abgenommen. Wie groß hast du es verkackt? Ich glaube 50. Circa. Na gut, dann sag ich dir, dann nimm dir nimm dir einen Gegenstand mit aus deinem Inventar. Den Rest kannst du dir in Klammern setzen. Gut, dann. Und ist eh alles unnötig. Ich nehme mal den Schal mit. Und Christine? Ja, ich nehme halt. Du hast sehr gut geschafft. Du darfst dir aussuchen, was du mitnehmen willst. Kannst dir. Also alles Inventar klappt jetzt nicht mit rein, aber du kannst mir sagen, sag mal, fünf Gegenstände, die bei dir in die Hosentaschen und an den Körper passen, die du noch so. Ja, ich nehme. Ist ja grundsätzlich nicht verboten, deswegen. Ja. Die verbotenen Gegenstände und Dietrich, Draht und eine Taschenlampe. Okay. Okay, bei dem Dietrich würfel nochmal, ob du schaffst, den Dietrich mitzunehmen. Ob das auffällt. Schaffst du es? Hab ich. Okay, dann steckst du den ein. Das ist sehr gut. Dann schreibt das so und dann schreibt das so in deinen. Aber die Taschen sind noch da, die könnt ihr wieder mitnehmen oder so. Das schreibst du dann nicht raus aus dem Charakterbogen, aber. Übrigens, von dem habe ich ganz vergessen, übrigens der Abgenutzte von der Linken, der hat euch noch ein. Es wurden auf der Demo ein paar Sachen verteilt, ihr habt auch welche abbekommen. Ihr kriegt jeder zwei. Ich könnte einfach mitnehmen, ihr kriegt zwei Items von der Lootliste. Wenn ich gerade mal auswürfel. Von meiner Lootliste. Könnt ihr euch gleich mal entscheiden, welche Nummer ihr haben wollt. Jeder kriegt zwei. Einmal haben wir die 30, einmal haben wir die 57, dann die 93 und die 94. Könnt ihr euch mal. Ich nehme die letzten zwei. Dann nehme ich die ersten beiden. Und die könnt ihr euch gleich aufschreiben. Also Sekunde. Die ersten beiden sind. Die 30 ist. Okay, eine halbleere PET-Flasche. Stand für irgendwo rum, habt ihr irgendwie mitgenommen. Lasst ihr zum Inventar ganz mitnehmen. Könnt ihr vielleicht als Waffe irgendwie nützlich werden, keine Ahnung, wie es benutzt. Ich gebe hier eigentlich keine Tipps. 30 eine halbe leere PET-Flasche. Da ist noch so eine halbe, ist noch halbe Flüssigkeit, ist Apfelschorle drin. Ist noch halb Apfelschorle drin. 57, das ist ein Taschenradio. Ein billiges, ein Plastiktaschenradio. Wurde dort verteilt als Werbegeschenk. Ist ein CDU-Logo drauf. Auf dem Taschenradio. War ein Werbegeschenk. Die 93. Die 93 ist die DVD. Der König der Tiere. Hast du mit dabei? Das ist eine DVD. Ja. Das ist ein billiges Plagiat von der König der Löwen. Ich weiß, es ist so dumm. Und die 94, was haben wir da? Die 94 ist eine Mundharmonika. Ist auch ein Werbegeschenk. 94, da ist ein, sagen wir mal, das ist ein SPD-Logo drauf, der Mundharmonika. Und du kannst die spielen. Falls du was auf Spielen hast. Vielleicht du spielen kannst. Du hast deine Mundharmonika. Das
So, ihr seht auch schon an den Tafeln, Leute, die da im Bundestag sind, dass um die asiatische Musik hier passt gerade sehr gut. ihr seht im Bundestag, dass die Abstimmung um 16.30 Uhr schon angekündigt ist. Du hattest eine Uhr mit dabei, oder? Ja, ich hatte eine Uhr dabei. Siehst du auf den, oder auf den Handys, seht ihr auch auf den Uhren, die an der Wand sind, seht ihr, dass es jetzt schon, sagen wir mal, es ist 14 Uhr. Sagen wir 14.05 Uhr oder so, es ist halt kurz nach 15 Uhr. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit bis zur Abstimmung, aber. Jo. Euer Termin war 12 Uhr um Bundestag, aber ihr habt euch ein bisschen verspätet, aber ihr wolltet ja eh nicht durch den. Ihr seid ja eh nicht durch den. Also ihr wolltet schon, aber ihr seid eh nicht durch den Haupteingang rein. Ja. Gut. Was tut ihr jetzt mit Sachen? Ihr seht, wie gesagt, ihr seht da so. Nach rechts geht's hier ein bisschen lang, dort wo die 7 ist, da jetzt, also dort wo jeweils die 7 sind auf beiden Seiten, gibt's ein paar Glastüren, durch die es durchgeht, aber da steht jeweils eine Sicherheitsperson davor und guckt so, dass die Besucher da nicht durchkommen. Also nach links, in Richtung 7 ist da auch der Linke vorhin lang gegangen. Dann geht es scheinbar zu den Abgeordnetenbüros, wo er auch irgendwo sein Büro hat. Was tut ihr? Oder wollt ihr euch noch irgendwo hier am Besuchereingang, ihr seht, ihr habt genügend Leute hier am Besuchereingang, wollt ihr mit denen noch reden oder sollte ich noch umgucken, aber wen findet ihr dort? Okay, dann sagt mir, was ihr tut. Ich würde mich mit Daniel beraten. Und zwar, ich hole dieses kleine Taschenradio raus und sage, könnten wir es so machen, dass wir das einstellen auf eine Frequenz und dann zum Wachmann hinschieben, dass er das, also so, dass er uns nicht sieht, dass er das aufheben muss und ausstellen muss, währenddessen schleichen wir durch. Würdest du sagen, das könnte klappen? Wenn es dabei nicht auseinanderfällt, ja. Die Gefahr ist relativ hoch, wie du siehst, weil das Radio ist. Das ist billig produziert worden, das ist ziemlich billig produziert worden. Du stellst dir die Frage, ob das Einstellen auf eine Frequenz noch aushält, ob das Umstellen noch, ob das da. Ja, ich bezog sich jetzt, ob das funktioniert noch auf dieses Beschieben, aber ja. Okay, wer möchte was tun? Sag mir, was er tut, also bereit. Wir können es versuchen. Ein Versuch wäre es wert. Ja. Ja. Dann, in welche Richtung wollen wir dann versuchen, uns durchzuschlagen? Linke oder rechte Richtung? Ich würde in die linke Richtung gehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir halt so in der Menge unter, so ein bisschen, die mehr so links ist. Zur linken Seite. Ich. Aber ich sage schon mal so, ihr könnt nicht in der Menge. Also es gehen keine Besucher dort Richtung. Also, wenn ihr Richtung Abgeordnetenbereich gehen wollt, dann fällt das schon auf. Also, weil ihr in die falsche Richtung geht. Die anderen strömen alle Richtung. Also, Richtung Garderobe und Richtung Toiletten vielleicht noch. Richtung. Die meisten strömen. Also, Richtung Toiletten sind ein, zwei Leute unterwegs. Die meisten strömen Richtung Garderoben, wo sie ihr Zeug abgeben. Da sind einige unterwegs. Einige stehen im Eingang rum und orientieren sich noch um und einige sind unterwegs zu den Tribünen. Also wenn ihr euch Richtung Glastüren aufmacht, seid ihr schon die Einzigen. Es erschwert. Das stimmt. Du sagst es. So, tut irgendwas. Steht jetzt schon eine ganze Weile hier, steht eine ganze Weile rum, also ihr habt gerade eure Taschen abgegeben, aber
Ja. Ihr steht relativ orientierungslos dort in der Besuchereingang rum. Langsam wird es ein bisschen suspekt. Sollte ihr was tun. Ich höre, was er tut. Hast du eine Idee, Daniel? Also, wie wär's? Weil wir müssen ja wahrscheinlich ein Stockwerk nach unten. Ja, wahrscheinlich. Wenn wir uns jetzt zu der Tribüne begeben und dann in einer Ecke, wo sie uns nicht so, na gut, Überwachungskameras, das wird vielleicht schwierig, aber dann nach unten klettern. Die Tribünen des Bundestags sind wirklich massiv überwacht. Also die Bundestagssitzung wird live übertragen. Und es sind ab und zu mal auch die Tribünen zu sehen, also es sind Kameras und die Security hat sowieso immer ein Auge dabei, also wenn du also die achten wirklich darauf, dass du ruhig bist und da sitzt und dass du, wenn du aufstehst, kann es schon passieren, dass du da aufstehst und nicht gleich gehst, dann gibt es da schon Ärger. Da gucken wirklich mit Adleraugen auf die Tribüne, also wenn du da eine falsche Bewegung machst. Könnt ihr machen, also ich meine, ich sag's euch, weil ich nett bin, sage ich's euch. Joa, das will. Deswegen. Könnt ihr gerne versuchen, viel Spaß dabei. Wasserflasche reinwerfen. Ihr könnt alles machen, ist euer Hand. Wir können Wächter mit der DVD bestechen. Okay, langsam kommt auch ein Saliner zu euch und fragt euch, ob er auf die Tribüne wollten, eine Sitzung besuchen oder ja, wo ihr hin wollt. Natürlich Sir, wie das wollen wir natürlich machen, aber bestaunen Sie doch erstmal diese Architektur, der Schönheit dieses Gebäude. Ich meine, es hat Kultur und Sie arbeiten auch hier. Wir können diese kulturelle Erfahrung nicht wertschätzen. Okay, die Person, die da zu euch gekommen ist, sagt euch, ihr seid gleich dran und gleich kommt noch ein Besucher drüber dran. Ich führe euch gleich auf die Besuchertribüne drauf. Könnt gleich rein. So. Also, was tut ihr? Dann gehen wir auf die Besuchertribüne. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Okay. Es sind ja nur Kameras, die können ja jetzt nicht uns aufhalten. Ja. Ihr wartet ab, bis die Besucher da reingeführt worden. Ihr seid als nächstes dran, ihr werdet von einem Saal, die dann kommt, zu euch begleitet euch dort. Zeigt euch eure Sitzplätze und ja, wartet, bis ihr euch dorthin gesetzt habt, auf eure Plätze und der Veranstaltung lauscht, zuschaut. Ja, was tut ihr? Ihr sitzt dort. Es blieb nichts anderes übrig. Er sitzt dort auf der Besuchertribüne und schaut hinunter und da werden gerade Reden gehalten. Sitzen wir nah an der Kante oder eher in der Mitte? Ihr sitzt weil schon viele dort sind, sitzt relativ mittig dort. Ihr wurdet relativ mittig platziert. Neben euch haben sich auch direkt gleich weitere Leute gesetzt. Nämlich sitzen zwei, drei weitere Leute. Ihr sitzt so relativ weit im Zentral drin. Und seht, wie unten ein dicker Politiker am Pult steht und ja, eine Rede hält. Ja. Was wollt ihr tun? Wollt ihr lauschen? Wollt ihr? Ja, wir hören zu. Ja. Ihr kriegt mit, dass es um Finanzen geht. Es geht um die
Es wird ein Finanzplan des Haushalts. Es wird der Haushalt des Bundestags bequatscht. Das ist relativ. Es ist nicht das spannendste Thema. Es geht um Zahlenschubserei und so weiter. Das ist für welches Gebiet wie viel ausgegeben werden soll. Welche Summen, in welchen Sektor, was in Infrastruktur, was in Bildung, was in Plemplem ausgegeben werden soll und so weiter. Das ist wirklich nicht das Spannendste. Was können wir so machen? Also, weil wir da hingewiesen worden sind, Platz. Daniel sitzt noch geduldig neben euch. Und lauscht auch der Veranstaltung. Ja, was wollt ihr tun? Ja, die Frage ist, was können wir tun, so, weil wir ja hingesetzt wurden? Was ihr wollt. Okay. Müsst halt mit den Reaktionen. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr könnt versuchen, was ihr wollt. Die Folgen sind dementsprechend. Die können momentan relativ wenig tun. Sie dürfen momentan relativ wenig tun, wenn ihr auf der Tribüne seid. Können tut ihr alles. Jo. Dürfen und können ist immer was. Das sind zwei verschiedene Sachen. Dürfen tut ihr zuhören. Bis ihr wieder rausgeholt werdet. Jo. Was tut ihr? Ja, mir fällt gar nichts ein. Wir haben nicht wirklich viele Möglichkeiten. Wir wollen eine Etage nach unten und an allen Wachleuten dran vorbei, so gut es geht. Ich würde euch jetzt auch mal als Spieler nicht wirklich die Möglichkeit, ich habe nicht die Möglichkeit dort zu reden, also ihr habt auch wirklich gerade nicht die Möglichkeit, euch abzusprechen. Also entweder ihr tut irgendwie, sagt mir irgendwas, was ihr tut, oder ihr könnt da, vielleicht bestenfalls könnt ihr euch ein bisschen tuscheln, aber selbst das wird nicht wirklich möglich sein. Ihr dürft dort eigentlich nicht wirklich reden auf der Tribüne. Also, sagt mir, was ihr tut. Hört ihr weiter zu, oder? Keine Ahnung, ich höre aktuell weiter zu einfach. Ja. Ich hoffe, dass irgendwas Interessantes passiert. Ja, ich würde auch erstmal zuhören. Okay, es vergeht die Zeit. Es ist ein linker Abgeordneter spricht über Finanzen, FDP-Politiker spricht über Finanzen. Dann kommt noch einer, der aus einer anderen, aus keiner Partei ist, ein unparteilicher, der dort ist nicht unparteilich, ist parteienlos. Unparteilich ist was anderes. Der hat noch eine Rede und irgendwann, es ist eine halbe Stunde vergangen, es ist 14.30 Uhr, als ein Saaldiener kommt und euch nach draußen begleitet. Ihr durftet eine halbe Stunde zuhören. Ihr werdet wortlos aus der Besuchertribüne rausgeführt. Okay. Ihr habt viel über Finanzen gehört, ihr habt viel, es ist euch schwitzt der Kopf vor Zahlen, die ihr gehört habt. So wirklich kein spannendes Thema. Aber ihr habt vielleicht das eine oder andere über Finanzen, über die Bundestagsfinanzen gehört und gelernt. Okay, als wir rausgehen. Dann ihr seid wieder zurück im Besucherbereich. Ja. Also und seht das, was ihr schon vorher gesehen habt. Das ist, ja, muss das ich nochmal beschreiben. Links und rechts, diese Türen, die ja bewacht werden, sind die aus Glas oder? Die sind aus Glas, die sind okay. Relativ einfach im dünnen Glas. Das ist, flüstere ich zu Daniel. Ich glaube, wir haben nur einen Weg und der wird leicht auffällig sein. Was ist das? Auffällig ist etwas, ihr macht sowas. Wir müssen, glaube ich, durch das Glas rennen. Und dann?
einfach weiter. Ihr könnt auch. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Ihr hattet schon einen Plan. Mit dem Kofferradio. Ja, aber der achso, ich dachte, das wird nicht. Ich dachte, deine Aussage von kleiner wird es nicht funktionieren. Ja, die ist. Ja, sind da jetzt mehr Leute an den Stellen? Jetzt. Es sind vereinzelt ein, zwei Leute da in der Nähe, aber es ist. Ihr könnt euch jetzt nicht unter die Menge mischen und darüber gehen, ja. Weil das ist schon, wenn du dorthin gehst, macht das schon. Aber es wird auch euch keiner, bis zur Glastür wird euch keiner aufhalten. Das ist, da sind auch vereinzelt sind da ein paar Leute, die sich die Glastür angucken und die da in den Abgeordneten rein. Bis dahin dürft ihr gehen. Also es macht auch keinen. Es ist schon auffällig, weil ihr euch von der Gruppe entfernt, aber ihr werdet jetzt nicht sofort angesprochen. Da dürft ihr noch lang gehen. Da bist du Glas, ihr könnt sogar mit dem Sicherheitsmann könnt ihr reden. Das ist so, aber das ist, lässt euch halt nicht durch die Tür. Okay. Das heißt, ihr lenkt ihn ab oder macht irgendwas da. Ja, auf geht's. Würde ich. Ich habe schon ein, zwei Ideen gehört von euch. Macht eins davon. Jo. Ja, dann. Ist euch überlassen. Würde ich zu einer, ich sag mal, dichteren Menge gehen, die halt ein bisschen weiter weg davon ist, von dieser Tür. Und dort das Radio rausnehmen, das einstellen auf Musik, Radio, Funk, Radiosender und das dann dort auf den Boden stellen. Wo auf den Boden wirst du das stellen? Oh Gott, warte, kann ich? Ping. Ich glaube, ihr könnt die Figur nicht bewegen. Ihr könnt zeichnen. Ich sag mal, ja. Ja, an der Stelle ungefähr. Das ist so relativ vorne vor dem, ich sag mal, das ist jetzt direkt vor dem. Also vor dem, von der Glastür zum Dings, zum. Ja, gut. Zum Plenarsaal hin. Ja, also so ungefähr so an dieser Stelle. Okay. Du stellst das da hin und sobald, also. Dauert ein paar Sekunden. Da bittet dich eine der Saaldiener, die dort am direkt daneben am Pult sitzen. Du hast das gerade vor den Schreibtisch gestellt. Bittet dich darum, das auszumachen, weil das eventuell im Bundestag im Plenarsaal zu hören ist. Soll die nicht stören und sollst du bitte ausmachen. Entschuldigen Sie, mein Herr, das werde ich natürlich machen und während ich mich dann wieder so runterbeuge, tue ich meinen Fuß so leicht drehen, dass es so Richtung des Polizisten hingeschmettert wird, hinfliegt. Ich sag dir mal, du bist da drin noch relativ. Das ist relativ am Eingangsbereich damit, wo du gerade bist. Weiß nicht, was du vorhast, aber der Polizist, der die Tür zum Abgeordnetenbereich kontrolliert, ist etwa 3 Meter entfernt von dir. Die Tür zum, du befindest dich etwa 3 Meter entfernt von der Glastür zum Abgeordnetenbereich. Wenn nicht 4. Sagen wir 4 oder 5. Das ist, der Bundestag ist groß. Die Entfernungen sind 3 bis 5 Meter ist da zwischen dir und du bist gerade immer noch am Besuchereingang, so ziemlich da, wo ihr gerade rausgekommen seid. Also ich möchte halt, dass das Radio so in die Richtung des Polizisten hin splittert. Splittert? So über den Boden. Nicht splittern, sondern schlittert. Dann hast du irgendwas im Charakterbogen geschickt, hast du nicht? Geschickt, theoretisch. Dann würfel mal auf Geschick. Ob du schaffst.
Ja. Hast ja. du geschafft? Hast du geschafft? Aber nur knapp. Okay, du schlitterst das Ding Richtung die Tür. Da schlittert ein Radio lang und es bleibt in der Nähe von dem stehen, aber es ist halt so ein bisschen. Es prallt so gegen der Wand und bleibt dann noch ein bisschen weiter entfernt von dem. Der müsste schon ein bisschen laufen, der Polizist, um das dann das zu bekommen. Also du hast jetzt nicht wirklich den. Ist ein bisschen weiter entfernt von dem. Ich bin so tollpatschig. Ich werde es gleich mal holen gehen. Hast du es vorher angeschaltet oder hast du es gar nicht ausgeschaltet? Ich hab's doch vorher angeschaltet. Hast du es gar nicht ausgeschaltet? Musik. Okay. Ja, der. Du hast jetzt die Aufmerksamkeit von dem. Von dem Security Guards dort, der die Tür bewacht. Der guckt dich aufmerksam an, ob du dich auch auf den Weg machst. Jo. Jo, also ich würde dann wieder zum Radio gehen und dann nochmal dasselbe quasi versuchen. Kommst du mit, oder? Ja, ich kann nicht. Während ihr auf ihn so zugeht, er macht ein paar Schritte auf das Radio zu und bückt sich danach, um es aufzuheben und es euch zu geben. Wenn er so seine Hand quasi, wenn er zu uns geht und dann die Hand ausstreckt, um das Radio uns zu geben, würde ich einfach losrennen und probieren, an ihn vorbeizurennen. Dann würfel mal, hast du auch irgendwas auf Rennen oder so? Ja, Ausdauer, ja. Ansonsten Geschick. Ja, würfel mal auf Geschick, ob du es schaffst, geschickt an ihm ja. vorbei zu rennen. Ja. Hast du schon gewürfelt? Habe ich ja nicht gesehen. Würfel mal auf Geschick. Ja, habe ich die 17. Okay, hast du geschafft. Okay, dann du rennst an ihm vorbei, ganz geschickt. Er sieht dich nicht. Du läufst durch die. Du schaffst es geschickt. Du hast so gut gewürfelt, dass du es geschickt schaffst, leise die Glastür zu öffnen und durch die Glastür da durchzukommen. Du bist jetzt dort. Du befindest dich ungefähr so bei der 8, so dass du bist da durchgegangen und bist bei der 8. Okay, Dalia und Daniel befinden sich jetzt noch dort bei dem Polizist, das ist ja nicht, aber Security-Typ. Was tut ihr? Er bückt sich gerade um das Radio zu. Aufzuheben für euch. Was tust du, Daniel? Du bist noch nicht durch die Tür durch. Er hat es geschafft, gerade so, aber du stehst noch davor. Kann ich auf Ding werfen, auf, wie heißt das, Rennen? Also, ich versuche durchzurennen. Ja, kannst du machen. Wirf mal auf Rennen. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Okay, du rennst los und rennst, während er sich bückt, rennst du gegen den Security-Mensch und rennst ihn um und stolperst über ihn und fällst auf ihn drauf. Die Zeit nutzt Dalia einfach mal, um am Security-Typen vorbeizurennen und in den, zu Christine in den Abgeordnetenbereich zu kommen. Du liegst gerade über dem Security-Typen. Während du versuchst, dich aufzurappeln, kommen zwei weitere Security-Typen, die gesehen haben, dass du gerade dich auf, also für, aus ihren Augen hast du dich gerade auf einen Security-Typen gestürzt. Die kommen im eiligen Tempo auf dich zu und ja, was tust du? Kann ich
mich rausreden, indem ich sage, dass ich gestolpert bin? Mach's. Spieß ja. mit aus. Die kommen gerade zu dir und stellen sich vor dir und uns ziehen dich an den Arm hoch, beide. Also von beiden Seiten wirst du gewaltsam hochgezogen und wirst zur Rede gestellt. Was tust du hier? Ja, ich bin. Was fällt dir ein? Was? Was fällt dir ein, hier unseren Kollegen, den Security-Mann hier anzugreifen? Aus ihren Augen hast du ihn gerade überrumpelt. Ich habe gedacht, hier hinten ist das Klo, ich bin hier lang gerannt und bin auch so auf ihn gestolpert, weil ich echt tollpatschig bin. Das Klo ist auf der anderen Seite, zeigen mit der Hand den Gang runter, da um die Ecke. Ja, das wusste ich nicht. Lass nicht los und zeigen den Weg, dass du da hingehen sollst. Dann gehe ich einfach dahin. Okay. Da kommst du ohne Probleme. Die Security beobachtet dich, guckt auf dich. Und du kannst dort zum Klo gehen. Also zum Klo ist das. Kommst du relativ klar. Bist jetzt so ungefähr ja, bei der 7 dort. Die 7 ist das Klo, sage ich jetzt einfach mal. Jo. Dann gehe ich einfach da rein. Erstmal. Okay, du bist im Klo. Keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Okay, dann würde ich aber mal sagen, während du auf dem Klo bist und die anderen beiden schon durch die Gastin Abgeordnetenbereich vorgestoßen sind, mache ich mal eine kurze Pause. Auch für die Zuschauer und für euch. Mal eine kurze Teampause. Viertelstunde. Das ist dann. Was sagen wir. Bis 50, oder? Ja, 55 so im Dreh rum. Machen wir bis 50. 20.50 Uhr, dann geht's weiter. Jo. Ich stelle mir gleich einen Timer. Und ja. Bis gleich. Bis gleich.